Wir freuen uns sehr, dass Sie alle hier sind, hier zum großen Ampelwettlauf, zum internationalen Ampelwettlauf an der international weltweit bekannten schwersten Ampel, die schwerste Ampel der Welt hier in der Bismarckstraße am Kulturspot Deutsche Oper. Wir wissen alle, es geht hier um alles. Die Ampellaufzeiten sind nirgendwo so kurz wie hier. Es darf nicht gerannt werden. Sofortige Disqualifikation bei Rennen. Es geht ums Laufen und gewonnen hat, wer es tatsächlich schafft, beide Ampeln innerhalb der Grünphase zu überqueren. Es ist eigentlich menschenunmöglich. Sie wissen, es geht um alles. Wer es nicht rechtzeitig schafft, läuft Gefahr, überfahren zu werden. Ich sage einfach nochmal, wie es ist. Es geht also wirklich um Leben und Tod hier heute bei unserem großen Ampelwettlauf. Möge der Beste gewinnen. Lasset die Spiele beginnen. Der große Ampelwettlauf. Es gibt allerdings auch Anwohner, die uns erzählt haben, dass sie es sportlich nehmen. Sie können während der Wartezeit bis zur nächsten Grünphase wurden schon einige Familienstreits beigelegt, mehrere Einkaufslisten aufgeschrieben und Diplomarbeiten verfasst. Hier diese langen Ampelwartezeiten einfach als Dankeschön. Danke an Herrn Scheuer für diese langen Ampelwartezeiten. Und da sind sie, die nächsten Leute. Die Lizard aus Lappland gegen die Bioläuferin, um zu laufen. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jawohl! Ganz knapp haben sie es geschafft und damit sind sie weiter in der zweiten Runde. Jawohl! Nein! Nein! Und hier ist nochmal unser Liebespaar, die Gärtner aus Italien. Werden sie es diesmal schaffen? Ich glaube an euch. Und da sieht man es. Liebe, meine Damen und Herren, wird Liebe Schnelligkeit erzeugen. Da sehen Sie. Sie laufen zusammen. Hand in Hand. Und sie laufen. Gehen, 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 gehen. Silvio und Silvia, die Gärtner aus Italien. Jawohl, und sie sind allein. Sie haben nicht mal die erste Ampel bei Grün geschafft. Das ist natürlich hart. Sie laufen trotzdem weiter. Jawohl, sie schaffen es. Und nein. Trainiert ihr viel fürs Ampellaufen? Täglich. Wir sind ja wirklich täglich hier auf der Straße, weil es gibt so viele Gründe, hin und her zu laufen. Wir wohnen da, aber hier ist der Supermarkt und wir wohnen da, aber hier ist das Amt und hier ist die Kita und da wohnen wir und hier ist das Altersheim und da wohnen wir. Also da muss man trainieren, da muss man fit bleiben. Gisela aus Wedding hat ihre Einkäufe dabei. Gisela, halte ich bereit. Gisela hat bereits in mehreren europäischen Wettkämpfen gewonnen. Und doch hier, das ist ihre Taktik, der Normallauf. Gisela! Ja, der Arm schwingt, der Arm schwingt. Gisela, du schaffst es! Oh, Gisela, das ist natürlich nur bis zur Hälfte. Und da war auch unser Rechtsabbieger. Das hätte Gisela fast den Tod gekostet. Ist es möglich, diese Ampel mit Handicap zu laufen? Das ist hier der große Achtung, Versuch. Und los! Und los. Und ist es möglich, wenn man gerade an einer anderen Ampel einen Unfall hatte, dieser... Nein! Sie ist ja praktisch am Anfang der Ampel gescheitert. Jetzt heißt es zurück oder nach vorne laufen. Das ist interessant. Der LKW kommt und zwingt sie zum Rückzug. Ja, richtig. Fahren Sie einfach drüber. Ist doch scheißegal. Sie haben grün. Egal, wer sich Ihnen da in den Weg stellt. Erst recht, wenn es Handicapte oder alte Menschen sind. Kein Pardon an dieser Ampel, meine Damen und Herren. Hier bereitet sich unser dänischer Favorit vor. Jørgensen Jørgensen. Auch bekannt durch seine roten Schuhe. Der rote Jørgensen. Wird er es schaffen? Ja. Die dänischen Fans sind da, sind auch hier weit angereist. Kein Auto fährt mehr. Trainer Berthold ist entsprechend aufgeregt. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Jørn Jørgensen geht. Und da geht es los. Ja, Jørn Jørgensen mit seinem Ausfallschritt wird ihn das retten. Und da sagt mal einer, Senioren können nicht laufen. Oh. Jawohl! Siegfried! Siegfried! Ja. Jawohl! Der ist so ambitioniert. Ein Vorbild für uns alle. Der silberne Siegfried, er ist hier aufgewachsen. Er läuft diese Ampel seit 65 Jahren. Ja, meine Damen und Herren, und damit ist jetzt hier der große Augenblick gekommen. Die Sieger von 2020. Jawohl! Du hast einen speziellen Laufstil beim Ampelüberqueren. Wie würdest du den selbst beschreiben? Das ist ein Überlebensgang. Also wer rastet, der rostet. Und es ist wirklich, Bewegung ist das Wichtigste. Und wie wir dem Verkehrsministerium Bewegung zu verdanken haben. Liegt für dich der besondere Kick im Ampellaufen? Ich liebe Gefahr, ich liebe Geschwindigkeit. Man muss sich total beeilen, damit man nicht überfahren wird. Und man muss total aufpassen, man muss sozusagen so eine Umsicht um sich herum behalten. Für die Fußgänger ist auch so kurz grün. Ja, das ist gefährlich für alte Leute, weil die so langsam sind. Ist das für dich auch manchmal gefährlich? Ja, für mich auch. Weil wenn ich gerade so trödel, dann ist es blöd. Okay, vielen Dank für das Interview und trainiere weiter beim Ampellaufen, okay? Okay.